Ich begrüße Sie recht herzlich zu den Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis vom Freitag, dem 30. Juli. Diese Themen hier haben wir heute für euch zusammenstellen. Bekanntgabe von der Ursache vom MGB-Unfall, Überweisung von der Achelüberschrift im Fall Bernard Rappa und der Kanton Wallis mit weniger Verkehrsunfall. Flott, hat er eingeschaltet. An einer Medienkonferenz zur Untersuchung vom Zugunfall vom letzten Freitag zwischen Viersch und Lachs hat man informiert, dass der Lokführer zum Zeitpunkt vom Unfall viel zu schnell unterwegs war. Das hätte zur Entgleisung von drei Wagen geführt. Mit dem Unfall ist eine Japanerin gestorben und 42 Personen haben sie verletzt. Die Verantwortlichen haben sich erleichtert gezeigt, dass man die Untersuchungen so schnell abschließen konnte und dass die Spekulationen jetzt ein Ende haben. Der Lokführer tut man jetzt von Fachleuten betreuen. Die Verantwortlichen von der MG-Bahn haben seit dem Unfall alle verletzten Personen besucht. Der zuständige Untersuchungsrichter tut sich zu einem Unfall erst äussern, wenn er Expertenbericht uns ist. Nachdem dass er den Expertenbericht analysiert hat, entscheidet er über allfällige strafrechtliche Massnahmen. Die Staatsanwaltschaft hat die Anklageschrift im Fall Rappa dem Kreisgericht 3 zu Martinach überwiesen. Der Hanfbauer muss sich wegen Urkundenfälschung, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, Geldwäscherei oder eine schwere Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Anklage des Sachverhalten ähnelt denen, die er 2008 verurteilt ist. Diesmal betreffend die Jahre 2002 bis 2006. Im Wallis hat es 2009 mit 980 Verkehrsunfällen so wenig wie seit 50 Jahren nicht mehr gegeben. Auf den Walliser Strassen hat es dabei 15 Tote gegeben. Zum Vergleich zum Vorjahr 2008 hat es noch 999 Unfälle gegeben und 16 Tote. Die Hauptursachen der Unfälle sind mit 25% zu schnell fahren und mit 23% fahren unter Alkoholeinfluss. Der Betreiber vom Hotel Grimsel Hospiz, das Kraftwerk Oberhasli AG, will das Hotel ab dem Jahr 2011 auch im Winter öffnen. Mit der ganzjährigen Öffnung vermeiden wir Personalprobleme und die lange Anlaufzeit im Frühling. Mit dem 5-Tages-Betrieb im Winter schafft die KWO 10 Jahresstellen. So will man die Mitarbeiter in der Region ansiedeln und die Qualität der Dienstleistungen steigern. Zurzeit läuft die Bewilligungsverfahren für den Ganzjahresbetrieb. Mit einem positiven Ausgang soll der Winterbetrieb ab dem Januar 2011 laufen. Die Zweisprachigkeit ist in unserem Kanton für das Spital Wallis eine grosse Herausforderung. Es gäbe im Unterwallis vor allem zwischen pflegenden und deutschsprachigen Patienten häufig Verständigungsschwierigkeiten. Die Dekter sind meistens zweisprachig. Laut dem Dr. Marcel Schmidt, dem ärztlichen Direktor vom Spitalzentrum Oberwallis, will man die Sprachbarrieren abbauen. So bietet das Spital Wallis Sprachkurs an und versucht die Angestellten zu motivieren, dass sie einmal an einem anderssprachigen Teil des Kantons arbeiten. Im Oberwallis ist das Problem weniger gross. Da gibt es auf jeder Abteilung aber, die sich mit den Patienten auf Französisch unterhalten können. In der Gemeinde Salin gibt es Widerstand gegen die geplante Hochspannungsleitung. So gibt es zurzeit schon 12 Einsprachen gegen das Projekt vom Alpiq-Konzern. Der Grund ist die Angst vor dem Elektrosmog. Die Gemeinde wirft der Alpiq jetzt vor, scheint eigentlich nur an den Profit und nicht an den gesundheitlichen Aspekt an. Die Alpiq wehrt sich gegen die Vorwürfe und sagt, sie halten sich an die gesetzlichen Vorschriften. Wie wir es am Anfang der Nachrichten gehört haben, gibt es Neuigkeiten im Fall von Bernard Rappa. Die Neuigkeiten vom Walliswetter, die sehen wir jetzt. Wie wir hier auf der Wetterkamera von Simplodorf sehen, hat am Freitag mehrheitlich die Sonne geschienen. Im Verlauf des Tages hat es da ein paar Quellwolken gegeben. Die sind aber von harmloser Natur gewesen. Der Samstag startet am Morgen recht kalt, im Verlauf des Tages scheint die Sonne immer stärker, entsprechend ist es wieder wärmer. In Zahlen heisst es im Talgrund, erwarten wir rund 27 Grad. Obwohl hier im Goms gibt es gut 23, in der Simplo-Region 19, Zermatt 20 und im Letschental 21 Grad. Für den 1. August am Sonntag sieht es am Morgen noch gut aus. Der Tag startet mit viel Sonne. Später tut es immer mehr zu und gegen Abend, wenn es dann ins Feuerwerk geht, sieht es dann nach Regen aus. Am Montag kommt die Sonne nicht gross raus, dafür müssen wir mit einem verregneten Tag rechnen. Am Dienstag tut es dann wieder eher auf und die Sonne dominiert dann immer mehr. Die Temperaturen bleiben im gleichen Bereich wie am Wochenende. Hoffen wir also, dass der 1. August nicht allzu verregnet ist. Von mir ist es das gewesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, habt ein schönes Wochenende. Ade miteinander.